Wir befinden uns hier im Ortskern von Frickenhausen in der oberen Straße bei unserem Pflegeheim. 56 Bewohner sind es insgesamt in 4 Wohngruppen, also jeweils 14 Personen. Die sind jetzt alle ins angrenzende evangelische Gemeindehaus gekommen. Da werden sie versorgt, da ist warm. Unser örtlicher Pfarrer ist auch schon dabei und natürlich Kräfte vom Roten Kreuz und von dem Malteser. Ja, wir werden jetzt im Anschluss, wenn die Löscharbeiten voll durchgeführt worden sind, das Haus begutachten und dann feststellen, welche Bereiche noch bewohnbar sind. Und dementsprechend können vielleicht einige der Bewohner wieder einziehen. Der Rest wird dann von der Gemeinde versorgt. Wir fragen auch schon bei umliegenden Pflegeheimen nach freien Zimmern. Und so wird dann die Versorgung gewährleistet. Also beim Eintreffen war es ziemliches Durcheinander, weil Teile von der Heimpflegepersonal schon die betroffenen Bewohner mit rausgebracht haben, aus auch teilweise sicheren Bereichen, wo nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, aber in dem Zustand von dem Nichtwissen, was ist überhaupt los, von der immense Rauchentwicklung, was in dem Gebäude außerhalb, man hat es auf der Anfahrt schon deutlich gesehen, dass hier eine große Rauchwolke über dem Gebäude steht. Wir haben dann in der ersten Maßnahme lokalisiert bei der Erkundung, auf welcher Gebäudeseite brennt es und haben dann auf beide Seiten, auf der einen Seite starke Rauchentwicklung und auf der anderen Seite dann Rauchentwicklung mit Brandaustritt aus dem zweiten bzw. ersten OG gesehen und haben dann festgestellt, dass aus dem ersten OG ein Feuersprung unter den Giebel vom zweiten OG raus ist, wo aber keine weitere Wohnung betroffen war, sondern einfach nur unter dem Dach das Feuer übergeschlagen ist, aber jetzt kein Dachstuhlbrand ausgelöst hat. Man hat hier das Dach teilweise geöffnet, um einfach nur zum Sicher zu gehen, ob hier noch Glutnester oder ein Brandherd entsteht. Diese Maßnahmen laufen jetzt momentan noch an, aber so wie das jetzt momentan in der Lage aussieht, ist da kein massiver Übertritt auf das Dachgeschoss erfolgt. Wir hatten jetzt 3 Rohre im Einsatz, 2 im Innenangriff von je einer Gebäudeseite und 1 Rohr zur Regelstellung, zur Absicherung im Außenbereich, um dann auch den Übertritt zum Unterbinden in das Dachgeschoss. Das Räumen, das lief schon, wir haben da unterstützt. Auf Gebäudeseite, also giebelseitig, sind Personen rausgebracht worden von dem Betreuer hier in dem Heim. Und da haben wir noch zusätzlich noch mit unterstützt. Um die in sichere Bereiche, ich habe keine Schwierigkeiten. Das lief alles geordnet ab, immer in Absprache und wo dann auch der Orgel da war von DRK-Seite und die örtliche DRK-Bereitschaft hier da war, das lief alles immer in Absprache, wie man das abläuft, wie man das zusammen macht, auch in Absprache mit der Heimleitung. Ja, ich habe Panik bekommen, weil wir sind ja die direkten Nachbarn und ich hatte wirklich Angst, dass das Feuer dann auch zu uns rüberzieht und auch ob alle Menschen evakuiert worden sind. Das war uns alles nicht klar und deswegen sind wir dann auch gleich raus und haben geschaut, ob wir was helfen können, ob wir irgendjemanden vielleicht sogar retten können, wie weit die Feuerwehrleute dann schon waren. Aber es ging dann doch alles schnell und die Feuerwehr hatte das, denke ich, ganz gut unter Kontrolle. Ja, hier kam es heute Abend zu einem Brand. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes wurden mehrere Personen aus dem brennenden Gebäude evakuiert und vom Rettungsdienst dann betreut. Es war anfangs eine sehr unübersichtliche Lage, da mehrere Personen teilweise augenscheinlich verletzt waren, teilweise betreut werden mussten. Der Rettungsdienst von DRK und Malteser war mit einem Großaufgebot von 150 Einsatzkräften vor Ort. Darunter waren 5 Notärzte. Wir haben momentan eine Betreuungsstelle eingerichtet hier im naheliegenden Gemeindehaus. Dort werden wir die Personen betreuen, solange bis die Feuerwehr das Gebäude freigibt. Und dann werden wir entscheiden, was wir mit den Personen weitermachen. Also der Einsatz lief komplikationslos ab. Alle Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst haben sauber zusammengearbeitet.